Unsere beiden Helden, Gregory und Ronia, hatten gerade den Verdania-Wald passiert und wollten nun nach Marmoria City, wo sie beide ihren ersten Orden gewinnen wollten. Doch plötzlich passierte es. Jack, ich trenne mich von dir. Du bist einfach nur ein Arschloch. Nein, ich kann mir das erklären. Ich hab nicht gewusst, hau ab! Damit hallo. Hey. Und wir zurück zu Let's Play. Also, das war natürlich klar, dass das nur Fake ist. Man, wir haben uns immer noch ganz doll lieb. Sei nicht so stürmisch, ich bin eine Lady mit Anstand. Ach, geht um Mark. Das ist unfair. Ja, genau, drum kommen wir erstmal her da. Ich bin bei dir. Aha, Rechtsklick. Auf jemanden? Ja. Hast du das Pokémon? Siehst du das Pikachu? Ich sehe das Pokémon, ja. Yes. Naja, weil ich nicht so bin. Ich mag kein Pokémon dafür haben. Nee. Ich kann ja kein Geld schicken. Das geht irgendwie nicht. Oder ach, egal. Geldbeantrag eingeben, in den du reinklickst. Hab ich. Geht aber nicht. So, kannst du dir das Pokémon jetzt rüberziehen? Du musst die Liste locken. Und das traden. Ich habe das Pikachu. Das ist Level 3. Ich gehe mein Pikachu aufleveln. Tja, wenn ihr euch fragt, liebe Leute, warum ich denn, wo ich das Pikachu denn her habe, nur dann müsst ihr euch die Bonus-Episode ansehen. Wow. Tja. Schießen Christen. Du View, geile Sau. Psst. Weißt du, was ich hier gerade mache? Werbung. Oh, Donnerschock-Attacke. Ich sprühe Rebell. Schutz. Und man will wow. So, ich kann jetzt meine Pokémon abholen. Gibt's ja eigentlich auch eine Arena? Ja. Ja. Da wäre ich schon drinnen gewesen, aber du hast mich ja zurückgeholt. Ja, ich hab dich runtergeholt von einem Trip. Da gehen wir dann nochmal gemeinsam ran. Okay, hi there. Kann ich dir helfen? Wie kann ich helfen? So. Wir kaufen mal einen Paraheiler. Ein Stück. Einen Aufwecker. Okay, ich habe nicht mehr genügend Geld dafür. Habe ich genug Geld für den Schutz? Nee. Habe ich genug Zeit für den Fluchtzeit? Nee. Genug für den Pokéball? Nee. Kann ich das verkaufen? Nee. Wow. Aber wenigstens habe ich das Geld verkauft. Wow. Aber wenigstens habe ich jetzt einen Paralyseheiler. Ach, schön. Hier haben wir die Karte. Ach, hier übrigens. Ich habe das letzte Aufnahme entdeckt, und zwar PokéMMO bietet die Möglichkeit, ein Team zu erstellen. Aber man muss dafür zahlen, und zwar 15 oder 18.000 Poké. Ja, 15.000 Poké. Tja, da kann man schon mal zu sparen. Tu ich gerade schon. Tja, dann bete schon mal und zünd Kerzen an. Nämlich in den Schneeketten. Tja. Also Patrick, ich muss doch schon nicht beschreiben, was du machst. Ja, die Leute schauen ja nicht nur meinen Bildschirm. Hoffentlich. Danke. Naja, ich meine, ich bin ja der bessere Aufnehmer. Ja. Ich level gerade einfach meinen Pikachu hoch. Everything said. Und es ist fast gestorben. Ich spreche jetzt mal den glatzigen Mann hier an. Glatz, Matz. Nein, das müssen wir in Tune machen. Seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz. Was?
Platzmatz, hässlich wie die Nacht. Oh Gott, das war furchtbar. Du warst furchtbar. Du warst zu langsam. Der, du warst zu langsam, weil ich muss. Ich weiß nicht, wo ich das eintüten. Alter, ich hab mich auf dich eingespielt. Okay, Papi, ich werde dann jetzt erklären, wie wir das machen werden. Ja, später. Wir werden das Ganze überarbeiten. Also wir werden einen schönen Song haben. Okay? Okay. Also, Pokémon ist dann Außenseiter. Also das ist es deswegen nicht so schlimm zu kontrollieren. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das du in einem Handelkampf. Es wächst schnell, aber du musst, aber es ignoriert vielleicht mal deine Befehle. Hätten wir nur ein paar Ohren. Nidoran, sitz! Nidoran macht gar nichts, weil die Pokémon-Sounds nicht gehen. Jo, blöd. Life's a beach. Just like you. Okay, zu dem Haus da oben kommen wir noch gar nicht hin. Was haben wir denn hier? Pewter Museum of Science. Ah. Muss ich jetzt was zahlen, was ich hier rein will? Please enjoy yourself. Ich muss nichts zahlen. Cool. Also Leute, wir schauen hier mal bei mir mal einen Trip ins Museum. Okay, steht nicht drauf. Das ist der alte Mann. Ich sollte dankbar sein für mein langes Leben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Knochen eines Drachens sehen würde. Was? That's some deep shit, man. Wie ist da und war der bitte mal? Ja, die sind wirklich Drachengebeine. Ich bin ein Pikachu, es ist so süß. Ich habe meinen Vater gefragt, ob er mir eins freuen kann. Schau, was der alte Opa zu sagen. Ja, ein Pikachu. Sehr bald. Ich verspreche es dir. So, was sagt denn der Typ da? Diesen Monat werden wir einen Ausflug in den Weltraum wagen. Oh! Genius! Mondstein, hä? Was ist so speziell daran? Es sieht genauso aus. Es ist portalfähig. Es sieht genauso aus wie ein normaler Stein. Halt, ich unterbrich meine Dialoge nicht. Juli 1969. Die Menschheit hat erstmal einen Fuß auf den Mond gesetzt. Ich habe mir einen Farbfernseher angeschafft, nur damit ich es schauen konnte. Was sind das für komische Dialoge, ey? Keine Ahnung. Ja, man sieht, ein Museumsbesuch ist immer lehrreich. So, ich will gerne hinter die Kulissen schauen, aber ich glaube, da kommen erst rein, wenn man... Ja, da kommen erst rein. Ich bleibe übrigens bei meinen drei Pokémon und was. Da keine Unklarheiten gibt es mit. Furkay. Was? Ich nenne dich nicht Furkay. Kennst du Furkay? Kommt drauf an. Wen meinst du gerade? Den Herrn DK. Ja, sicher. Gut, ich möchte jetzt aber hier noch schnell den Dialog mit einem Mädchen hier vorlesen. Ich habe noch keine Ahnung, was Clefairy für ein Pokémon ist. Drum, verzeiht mir, aber ich google das jetzt mal schnell mal. Also, Clefairy came from the moon. That's what the rumor is. They appeared after moonstones fell on Mount Moon. Wow. Achso, ich hab vergessen, das zu übersetzen. Wow, wirklich? Ja, warte, muss ich jetzt mal wieder. So. Clefairy, was machst du gerade? Ich habe gerade einen Rattata getillt. Getillt habe ich es. Nicht gekillt, sondern getillt. Getillt. Ja. Okay, Clefairy ist, glaube ich, ein Pipi. Warte, wie viel Leben hat das eigentlich noch jetzt? Ja, ist ein Pipi.
Oh, 8 von 22. Das geht sich noch aus. Traden. Warum nicht? Kannst du dich noch an die Stimme erinnern von der einen, die ich gerade jetzt gemacht habe? Ich nehme ihn nicht mehr. Gut, naja, wird schon passen. Pipi kam vom... Kam vom... vom Mond. Alter! So lauten die... Sie tauchten auf... auf den Mond... Mond... Was ist los, Fabrik? Hast du den Pokémon in Street? Wir müssen ein Battle machen. Was hast du für Pokémon? Nein, das musst du sehen. Wow, das sind nur 5 Pokémon, Alter. Was? Ich will, dass wir einen 3 gegen 3 Kampf machen, ja? Können wir das? Können wir das? Ja, du legst 2 Pokémon ab. Achso, ja, gut. Und ich verspreche, dass ich die ersten 3 meiner Liste benutze, okay? Machen wir's so. Ja, aber dann ist der Kampf nicht offiziell vorbei, wenn ich dann geschlagen habe. Ach ja, stimmt, okay. Ja. Na gut. Hast du schon gehabt? Du hast den Typen am Anfang der Arena schon gehabt, oder? Ja, habe ich gelesen schon. Okay, ich habe jetzt drei Pokémon. Alter, wo bist du? Du hast 3 Pokémon, hast die anderen abgelegt? Ich habe jetzt 3 Pokémon drinnen, keine Angst. Ich bin in der Arena. Ja gut, komm raus. Gut, dann sollen wir es uns hier ausbetteln. Ich lade dich ein. Ja, okay, mach du. Das ist, ja. Du. Except. Pack ich jetzt fest, wenn du deine Pokémon rein. Go Squirtle. Warte mal. Elektro ist gegen Wasser effektiv, oder? Das hat mir weggegeben! Warum? Einfach so! Er hat getradet mit mir. Es war ein Spieler. Das war ein Spieler. Und er wollte das. Er hat mich eingeladen. Oh Mann. Ich kann zwar nicht sehen, was daran lustig sein soll. Ich finde das einfach nur so geil. Ja, lass mich bloß kämpfen. Alter. He's loafing around. Warum bin ich loaf? Warum laufe ich around? Weil du nicht weil du nicht den Groove hast. Ah. Aber. Soll ich noch als Tradition hervorgehen, Patrick? Warum? Ach nö. Ja, nachdem das Level so hoch ist, hört es nicht immer zu. Das war's. Natürlich, du hast nicht den Groove. Mann, jetzt komm. Spammst du auch gerade nur die Buttons? Nee, ja, so. Ich weiß ja, was ich tun will. Endlich. Boah. Nein, ich bin so dumm.
das jetzt der entscheidende Schlag sein kann, weil ich jetzt...